Afterwards, it's still got one. He's just finished. I have another one. You can cash it out however. Schön, dass du von unserem
Weiter geht's in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm im freien Stil auf 4 Treppe 2. Junge Sportler Deutschlands aufeinander. Beide sind die 15 Jahre alt. Für den HSV Bremersens, Yassin Ekwaleri. Und für den HSV Mainz 88, unser Ruben Merle. Der Kampf endet vorzeitig nach 36 Sekunden. Schultersieger Ruben Merle, HSV Mainz 88. Ich habe mich angesagt, deswegen habe ich mich strömlich gesetzt, ohne zu gucken. So wie ich dann stand, dort kann ich keinen Wehren mehr. 98 Kilogramm in griechisch-türkischen Stil, auf 4-2 Rennen, was dieses Jahr aufeinander treffen. Für den HSV Pirmasens, Adam Tudorov und für den HSV 188, Erschina Alweiler. Ja, das ist ein Scheiß! Auch das ist ein Scheiß!
3 Minuten für Arno Kuder aus der Nummer 6. Nächster Kampf in der Gewichtsklasse ist 66 Kilogramm in der Gewichtsklasse.
für den HSV Pirmasens, Lukas Dimberger und für den HSV Mainz 88, unser Marco Bieber. Anreißen, nach vorne, nach Mitte, nach vorne, nach hinten anreißen. Oben an die Schulter. Warum an die Schulter anreißen? Arm enden machen. Arm mitbringen. Jawohl. Jawohl. Anreißen. Lässt du den Arm vorbeischieben. Jawohl, Marco. So mal, jawohl. Komm, Marco, geh rein an die Schulter runter und zu machen. Thank you.
des Kilogramm. Der Kampf geht mit 11 zu 5 Punkte an Lukas Sennberger für den HSV Pirmasens. Der Kampf geht mit 2 zu 0 Mannschaftspunkten an Lukas Sennberger für den HSV Pirmasens. Dankeschön an euch für das Wanderwischen und wir machen weiter in der Gewichtsklasse des 86 Kilogramm im freien Stil. Für den HSV Pirmasens auch ein sehr erfahrener Mann aus Bulgarien. In seinem Namen zählt er zu den Spitzenringern Theodor Stojev und für den HSV Mainz 88 unser Mitspieler Murat Kacimado. Thank you.
Thank you.
Bitte die Mathe wischen. Yeah.
Und nach 3 Minuten führen wir Birgit Linien mit 6:0 Punkten. Liebe Zuschauer, Birgit Linien ist ein ganz junger Mann, der ist 14 Jahre alt und kommt aus unserer eigenen Jugend. Das ist sein erstes Jahr hier in der Regionalliga-Mannschaft. Er hat sich diesen Platz und diesen Kampf heute hier auch gekämpft, denn er war im Frühjahr Bronzemedaillengewinner bei den deutschen B-Jugendmeisterschaften. Das auch einmal herzlichen Glückwunsch, Birgit Linien. Ich bin da oben. 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 Ich bin da oben.
Arbeit, komm, arbeiten,
Come on.
Das waren noch ein paar spektakuläre Aktionen. Vor unserem Schubschlag-Trupp-Wechsel gehen wir jetzt 7:1 in Führung nach 3 Minuten. Давай, Джан! Смотри! Смотри!
Hoppen, hoppen. Thank you.
Endstand des heutigen Kampfabends 27:6 für den HSV Mainz 88. Unsere Mainzer